Happy New Year! Hallo meine Hallo. Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal wieder Luzi und Andrea. Für alle, die sie nicht kennen, das ist meine allerliebste Lieblingscousine, meine bessere Herzhälfte. Und wir machen heute was ganz Tolles. Wir gehen ins Phantasialand nach Köln. Also wir fahren jetzt los, brauchen 4 Stunden und werden heute den Tag im Phantasialand verbringen. Und das Coole ist, es ist noch Januar, das ist Winterzauber, ist dort immer noch, ist natürlich wahrscheinlich Weihnachtszeit. Ja. Romantischer, aber wir haben jetzt im Januar da Tickets gebucht und es soll ganz toll werden und romantisch und wir nehmen euch da mit. Halt euch auf dem Laufenden. Halt euch auf dem Laufenden, zeigen euch das heute alles, sagen euch, ob es sich lohnt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ja. Das wird bestimmt richtig cool, ich sag's euch. Also, bis gleich. Leute, wir sind gleich da. Phantasialand. Winter Wonderland, so wie sich die Luzi das gewünscht hat. Oh mein Gott. Und vor allem mit dem Schnee. Das ist fantastisch. Wow. Oh, wir müssen wie Märchen. Rein. Egal, ich fahr weiter, ich habe keine Ahnung. P1, Parkhaus 1, sollen wir Parkhaus 1 nehmen? Ja. Okay. Phantasialand Bus, okay. Oh, das ist auch so ein cooler. Ah ja, dann parken wir dort. Phantasialand der Bus. So geil. Wir sind da. Also Leute, das ist auf jeden Fall schon mal vor dem Phantasialand. Wir filmen alles davor. Ja. Bis gleich jetzt. Hi, geht. Wir freuen uns. Wir sind endlich angekommen. Jetzt geht's rein. Wir freuen uns sehr. Hier ist richtig Winter Wonderland. Alles voll geschneit. Hier ist es abnormal. Es wird bestimmt richtig schön. Richtig romantisch. Phantasialand, welcome. So, also wir müssen uns gleich mal einen Parkguide nehmen. Das schneit einfach so, oh, so cool. Yeah, Luzi. Was so groß ist das? Sehr geil. Welcome to Phantasialand. Hallo und ganz herzlich willkommen im Phantasialand. Wir machen uns jetzt gleich mal auf die Tour und erkunden hier alles. Es sieht auf jeden Fall schon wie in einem Märchen aus. Sehr ritterlich, sehr burglich und mit dem Schnee einfach so wunderschön. Da sieht man dann auch schon jetzt eine Achterbahn. Und ja, die sind wir dann tatsächlich auch als erstes gefahren. Die war so schnell, also wir haben gesagt beide, das ist die krasseste, die wir je in unserem Leben gefahren sind. Die ist so schnell gestartet, dass wir die ersten 2 Sekunden vor lauter Schnelligkeit keine Luft bekommen haben. Außerdem ist alles sehr schön dekoriert und märchenhaft gemacht hier im Phantasialand. Also hier geht es bis ganz oben hin. Hier sitzt ein Troll in der Lichtkanne und ja. Dann war es auch schon ziemlich schnell dunkel. Alle Lichter sind angegangen. Das war richtig schön und mystisch, wie in einfach einer anderen Welt. Da hinten ist die Eislaufbahn. Und wir sind dann jetzt weitergegangen Richtung Eislaufbahn, die es nur im Wintertraum gibt. Phantasialand! Phantasialand! So schön. Wir haben es leider nicht geschafft, willkommen zu sagen. Machen wir jetzt im Nachhinein. Herzlich willkommen hier im Phantasialand. Man hört schon das Geschrei im Hintergrund. Sehr aufregend. Auch ist alles sehr toll dekoriert, also da kann man echt sehr schöne Fotos machen und das ist wirklich traumhaft. Und das hier ist das Viertel Mexiko, der Park, der ist in verschiedene Länder oder Städte aufgebaut, also es gibt Mexiko, Berlin, China, Afrika, Fantasy, Mystery. Und das war es auch schon, ja. Und da werden auch verschiedene Shows angeboten. Wir sind dann direkt in so eine Eislaufshow gegangen. Sehr schön. Und weiter ging es jetzt zur Eislaufbahn. Die steht in Berlin. Wir waren so geflasht, so etwas Schönes hatten wir noch nie gesehen. Also da kam Schnee runter, alles ist voller Lichterketten gewesen. Es gab Eiskleider, so wie von Cinderella, also sehr schön weihnachtlich gemacht.
Und man konnte dann weiterlaufen und unten war dann eine Eisbahn, auch ein Kinderkarussell und man konnte sich dann Schlittschuhe ausleihen für 5 Euro, was wir natürlich gleich gemacht haben. Und ja, da sieht man es, das sind die Eiskleider, ganz viele Bänke zum Hinsetzen. Ja, es gibt ganz viele Essensstände, wo man sich dann auch Essen kaufen kann, wunderschön. Schau mal, was wir da unten machen können. Aha. Also unser persönliches Highlight, die Schlittschuhbahn. Und weiter ging es, die restlichen Teile des Parks erkunden. Phantasialand, Untertraum. Wahrscheinlich weiß ich wie viele Millionen Lichter, aber so schön. Das ist echt so schön, wenn ich hier dran. Wir sind so geflasht einfach. Ja. Wahnsinn. Wow. Und ein Restaurant sieht zum Beispiel so aus, sehr schön dekoriert und hergerichtet. Und zum Ende haben wir uns noch eine Lichtershow angeschaut. Sehr schön und sehr beeindruckend.
Und es ging weiter zu Chinatown. Alles so unglaublich schön gemacht und so schön beleuchtet. Das war jetzt neben der Eislaufbahn mein zweites Personal Highlight. Also wirklich die Eislaufbahn und Chinatown, die waren beide so unglaublich. Hier war alles so schön beleuchtet und dann noch mit dem echten Schnee. Das sah so mega aus, wie einfach in einer anderen Welt. Unglaublich. Wirklich 100%, also richtig toll sah das aus. Also als Feedback können wir sagen, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es hat viele Shows, es hat viele Attraktivitäten und es ist sehr schön hergerichtet. Auch im Vorne hinein habe ich die Hotels gegoogelt, bei denen man übernachten kann und die sehen auch so gut aus. Also es sind solche Themenhotels, die kann ich auf jeden Fall, denke ich, auch empfehlen. So, hallo, hallo, hallo. Wir sind jetzt hier gerade in China. Zeigen wir euch. Da ist ein Affenplatz. Ja, wir gehen jetzt leider nach Hause, aber es ist so schön im Phantasialand. Wir wollen im Sommer nochmal herkommen und ja, es ist einfach, also alles so schön wie Märchengestalt. Sind mal gespannt, wie sie im Sommer dekoriert haben. Ja, nee, es sieht echt, also es ist Hammer gerade, wir kommen gar nicht weiter. Es ist so schön, es war jetzt ein schöner Tag. Winter Wonderland, Winterzauber kann man hier sehr empfehlen. So war richtig schlecht. Also schön, dass du mitgegangen bist, dass wir da waren. Schön, dass du mitgenommen hast. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!